Moin moin zusammen und willkommen zu einer neuen Runde Fallout 4. So, wir sind gerade mitten in einer Nebenmission, besser gesagt einer Fraktionsmission. Und zwar haben wir hier das Hauptquartier der Minutemen erobert. Und wir haben den Bossmonster jetzt schon getötet. Ich musste auch vorhin eine Pause machen und deswegen machen wir jetzt weiter. Wir müssen nur Ich denke, es könnte schlimmer sein. Sieh mal, was du machen kannst. hier den Radiosender wieder in was Betrieb sonst noch hier nehmen. übrig ist. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Ja, go. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Was muss ich damit machen? Oh, ganz kurz die Quest nochmal lesen. Für die Freiheit aktiviere den Radiosender. Schützenmensch. Eines Tages werden wir das. Sobald ich das einschalte, wird uns glauben, dass sind wir bereit zum Senden. Achso, kann sein, dass sie Strom brauchen? Hier geht da irgendwo der Stromkabel rum. Hier endet das Stromkabel. Hier ist auch nochmal ein Stromkabel. Huch! Jetzt über den Panzer reinschießen. Wow. Wir haben Gesellschaft. Junge, pass mal mit deinem Flammenwerfer auf. Raketenwerfer, Rakete. Ja, ich bin ja eigentlich nach dem Stromquelle suchen. Ich habe gedacht, hier gibt es schon irgendwo einen Generator oder so. Aber irgendwie. Oh. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. So. Generator. Wir können so einfach einen einfachen Generator bauen. Halt. Dann klicken wir hier auf Kabel anbringen und ach, der benötigt 10 Strom. Ei, 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 ei. Haha. Wahnsinn. Jetzt haben wir 8 Strom. Und noch so einen kleinen. Gut. Kabel.
Ja, und es reicht doch jetzt auch nicht, oder? Escape verlassen? Jetzt müsste ich ihn einschalten können. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Muss ich alle... Achso, kann sein, dass ich alle verbinden muss mit dem Radiosender? Na gut, dann können wir ja... Um erst die dann eben hinsetzen. Verstehe ich nicht. Jetzt muss ich ihn noch einschalten. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Ja, dann schalte doch mal ein. Es ist doch jetzt genug Strom da, verstehe ich nicht. Ich wünschte, mehr Leute könnten das sehen. Würde sie daran erinnern, das wirklich wichtig. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Der braucht 10 Strom. Ist mir, Leute, ist mir gerade ein extremes Rätsel, da bin ich zu blöde dafür. Aber ich habe doch jetzt 10 Strom. Und das sind alle meine Generatoren sind da angeschlossen. Radiosender. Energie 11. Ja, stellen wir halt noch einen Generator hin, ne? Echt doof. Das muss ich vielleicht direkt mit dem... Oh, ich habe meinen Fehler gefunden. Ja. Ja. Stehen. Wow, wir haben es wirklich geschafft. Ich habe so lange zusehen müssen, wie es mit dem Minuteman bergab ging. Das ist wirklich was Besonderes. Jetzt müssen wir zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Wir müssen das Commonwealth einen und dieses Mal muss es halten. Also dann, zurück an die Arbeit. Doch jetzt, da Radio Freedom sendet, können wir überall und jederzeit die Leute warnen. Was mir dabei gerade einfällt, ich habe noch was, um das du dich da kümmern könntest. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Okay. Dann säubere Handman. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir machen mal wieder. Wir machen mal wieder mit der Hauptstory weiter, würde ich sagen. Aber bevor wir damit weitermachen. Ich glaube, wir fangen wirklich an, etwas zu bewegen. Leute in der Nähe von Grey Garden, schaut euch bitte an, was die da brauchen. Wassermarsch. Legen wir unseren Anzug erstmal wieder auf Eis sozusagen.
Wir waren ja jetzt damit unterwegs zur Befreiung der Fabrik. Allerdings, wie gesagt, möchte ich nicht ewig damit unterwegs sein. Ich finde mich in dem Anzug irgendwie so, ja. Oh, ich weiß auch nicht. Nee. Auch wenn ich so viel nackiger bin. Hehe. Basteln, basteln, basteln. So, Strong. Reparieren. Sein langweilig. Verlassen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal saubere Transfer. Sind schon wieder so voll. Warum sind wir denn schon wieder so? Gelbe Piloten hin. Kyrogranaten. Ja, die machen halt alles mein Ding voll, ne? Mein Inventar. Leuchtpistole können wir auch mal weglegen. Mit voller Fleisch, ey. Plasmagranate. Ich muss mal mehr Ding einsetzen. Ich überlege, ob ich meinen Granatwerfer, den könnte ich ja eigentlich fast irgendwo anders lagern. So. Ödland-Gummi habe ich freigeschalten. Ey, mein Aussehen ist echt peinlich, ne? Also in der Unterhose kämpfe ich hier gegen, es ist echt schlimm. In der Unterhose die Welt retten, ne? Was ist? Gut. Porten wir uns jetzt nach Diamond City. Und machen weiter mit der Hauptstory. Die Fraktionsmission haben wir jetzt alle erledigt, bis auf den Ding. Stehen an der Bruderschaft haben wir auch erledigt. Railroad haben wir erledigt und Minutemen haben wir erledigt. Die haben zwar jetzt noch ein paar Nebenaufgaben für uns, das Minuteman, die Lager da befreien. Oh. Müssen wir mal gucken. Schoolhouse. So durstig. Der Doktor sagt, ich darf kein Schnaps mehr trinken. Valentine's. Bist du da? Nick? Wie gut, du bist es wirklich. Tja, diese Visage ist wirklich nicht zu verwechseln. Du lachst dem Tod ins Gesicht, aber eines Tages wird er zurücklachen. Nicht solange ich Freunde habe, die mich unterstützen. Du hast Nick, diese Agentur und meinen Job gerettet. Danke. Gerne doch. Ja? Du stürzt dich wohl ständig in unheimliche Vorkriegsruinen, richtig? Hier. Ich weiß, wir hatten keinen Preis ausgemacht, als du dich auf die Suche begeben hast, aber du bekommst eine Belohnung.
Und einen kleinen Zuschuss. Falls du Arbeit suchst und gern Detektiv spielst, könnte Nick durchaus einen neuen Partner gebrauchen. Hey, ein Fall nach dem anderen, Ellie. Wir haben hier jemanden, der vorher unsere Hilfe braucht. Gut, kommen wir zum Geschäft. Setz dich. Mach's dir bequem. Oh mein Gott, mein Anblick in der Unterhose. Wenn man nach Vermissten sucht, steckt der Teufel im Detail. Erzähl mir alles, egal wie schmerzhaft es ist. Wir suchen nach meinem Sohn. Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Warum sollte ihn jemand entführen? Gute Frage. Warum gerade deine Familie? Und warum ein Kleinkind? Jemand müsste für ihn sorgen. Immerhin ist er noch ein Baby. Was kannst du mir noch erzählen? Da waren ein Mann und eine Frau. Sie sagten nicht viel, aber sie nannten mich den Ersatz. Also ein kleines Team. Profis. Die wissen, dass man bei Aufträgen nicht viel redet. Keine Ahnung, was der Ersatz bedeutet. Da haben wir's. Das war kein Zufall. Wer auch immer dein Kind entführt hat, ging planmäßig vor. Viele Gruppen im Commonwealth entführen Leute. Raider, Supermutanten, die Gunner. Und natürlich das Institut. Du glaubst also, das Institut steckt dahinter? Tja, die sind der Buhmann des Commonwealth. Wenn was schief läuft, beschuldigt sie jeder. Ist auch verständlich. Ihre ersten Synths nehmen ganze Städte auseinander und töten jeden, der im Weg steht. Es gibt auch neue Modelle, fast menschlich. Die Städte infiltrieren und im Hintergrund die Fäden ziehen. Aber niemand weiß, warum sie es tun, was ihr Plan ist oder wo sie sind. Nicht mal ich. Und ich bin selbst ein Synth. Also ein ausrangierter Prototyp. Wie auch immer. Ich muss Sean finden. Stimmt. Diese Spekulationen lenken uns nur ab. Konzentrieren wir uns auf das, was du weißt. Wie sahen die Entführer aus? Die Stimme werde ich nie vergessen. Tief und rau, wie Schmirgelpapier. Ha, das ist nicht viel. Aber eine harte und autoritäre Stimme kann einen in diesem Geschäft weit bringen. Was noch? Die Frau trug eine Art Schutzanzug, glaube ich. Der Mann hatte so ein Metallding an seinem Arm. Vielleicht eine selbstgebaute Rüstung. Viele Söldner machen das, um hart auszusehen. Der Schutzanzug ist interessant. Sowas können sich nur wenige Söldner leisten. An was erinnerst du dich noch? Der Kerl, der meine Frau getötet hat. Er trug eine Handfeuerwaffe. Dieses Geräusch. Vielleicht ein großkalibriger Revolver. Ha. Langsam bekomme ich eine Vorstellung von unserem Täter. Kannst du mir noch mehr erzählen? Einer kam ganz nah ran. Er hatte eine Glatze und eine Narbe, die quer über sein linkes Auge ging. Warte. Das kann nicht sein. Du hast nicht etwa den Namen Kellogg gehört? Kellogg? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich... Alles war so trübe. Ah, das wäre ein extremer Zufall. Ellie, was wissen wir über den Fall Kellogg? Die Beschreibung passt. Glatze, Narbe... Macht gefährliche Söldnerjobs, aber niemand weiß, wer sein Auftraggeber ist. Und er hat hier ein Haus gekauft, oder? Hatte er nicht ein Kind dabei? Ja, genau. Das Haus in den verlassenen West Stands. Der Junge war ungefähr 10 Jahre alt. Das ist John. Er muss es sein. In der Hunderhose da sitzen. Echt? Du suchst doch nach meinem Freund. Das ist echt peinlich. Wenn ich richtig zähle, sind das mehr als 9 Jahre Unterschied. Vielleicht hat er einen eigenen Sohn. Vielleicht ist es ein anderes Kind. Außerdem sind beide vor einer Weile verschwunden. Schauen wir doch bei Kelloggs letzter Anschrift vorbei. Vielleicht finden wir raus, wohin er verschwunden ist. Die Sicherheit ist dort nicht sehr präsent. Daher solltet ihr vorsichtig sein. Das bin ich immer. Folge Nick. Meiner Unterhose folge ich dir, Nick. Komm. Ich brauche unbedingt eine neue Rüstung her.
Ich wollte nicht, dass Ellie es hört, aber dir sollte ich es sagen. Alles, was ich über Kellogg herausgefunden habe, ist schlimm. Er ist mehr als nur ein Söldner. Er ist ein Profi. Schnell, sauber, gründlich. Hat keine Feinde, weil sie alle tot sind. Gut, ich würde aber sagen, bevor ich hier weitermache mit der Hauptstory, mache ich hier mal einen kurzen Stopp, wie es hier steht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über euer Feedback freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Euer Blue Grom.